Heute einiges zum Thema Filmen mit Tablets. Hallo zu einer weiteren Folge von Frag Think Big. Was ist Frag Think Big, beziehungsweise was mache ich hier? Ich beantworte nochmal Fragen aus der Think Big Community, weil wir denken, das könnte auch andere von euch, andere Projektmacher von euch interessieren. Ein Thema, wo keine konkrete Supportanfrage reingekommen ist, wir uns aber sehr häufig mit euch unterhalten, beziehungsweise ich habe auch bei den Think Bigger Days neulich einen Workshop dazu gehalten, ist das Thema Filmen mit Tablets. Und viele von euch wissen gar nicht, was man so alles damit anstellen kann. Wir haben ja auch den Technikverleih und Tablets dort, neun iPad Air und neun Samsung Tablets. Und genau, mit denen kann man einiges Schönes anstellen und ich zeige euch einfach mal, was wir so damit anstellen, beziehungsweise wie wir die Tablets in unserer Praxis einsetzen. Ja, man kann ja heute relativ einfach filmen und schneiden und Filme erstellen, weil man auf Tablets und Smartphones alles an Bord hat. Das heißt, ich habe die Kamera, ich habe den Ton und ich habe die Software. Und es reicht auch meistens für einfachere Produktionen, wie zum Beispiel eine Dokumentation einer Veranstaltung oder kleine Making-of-Filme oder kleinere Kurzfilme. Ihr könnt damit auch lange Spielfilme drehen. Das ist im Grunde genommen auch alles möglich. Zunächst zur Hardware. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel hier schöne Tablet-Halterungen gibt es einige. Die haben hier drunter in der Regel so ein Gewinde, sodass ich das Ganze dann auch auf ein Stativ packen kann. Und was wichtig ist und leider oft vergessen wird, ist der gute Ton. Bild ist super schön, sieht toll aus, AD und so weiter und so fort. Ich verstehe leider kein Wort, dann kann ich auch das gute Bild knicken. Also gutes Bild ist genauso wichtig wie ein guter Ton. Hier gibt es mittlerweile einige gute Lösungen für mobile Endgeräte, wie beispielsweise diese Mikrofone hier. Die werden zum Beispiel einfach über den Lightning-Anschluss angeschlossen oder hier über die Headset-Buchse, sodass das auch für Android funktioniert. Es gibt aber auch Adapter, über die sich normale Mikrofone mit einem XLR-Anschluss anschließen lassen. Das ist super toll, weil dann kann ich diese Mikrofone für ganz unterschiedliche Sachen einsetzen und brauche nicht für Apple iPads extra ein Mikrofon. So viel zur Hardware, die wir nutzen, kommen wir jetzt zur Software, also zu den Apps. Man kann natürlich über die normale Kamerafunktion filmen. Problem, mir wird hier kein Audiometer angezeigt, das heißt, ich sehe nicht, ob mein Ton, den ich über mein Mikrofon aufnehme, übersteuert und unangenehm kracht oder zu leise ist. Vor allen Dingen das Krachen, wenn es übersteuert ist, das bekomme ich nicht mehr raus hinterher. Nicht ohne Probleme, nicht ohne Qualitätsverluste, also achtet drauf. Wir nutzen eine App, beziehungsweise unsere Lösung ist es, die App Movie Pro zu nutzen, weil hier lässt sich ein Audiometer einschalten und sonst hat die App auch einige tolle Funktionen, die euer Tablet zu einer richtigen Filmkamera erweitern. Kommen wir zum Videoschnitt. iMovie bietet sich hier als einfache Lösung für Apple-Produkte an. Das ist ein relativ simples Schnittprogramm, mit dem ich schnell starten kann, schnell schneiden kann, schnell was ausspielen kann. Es gibt hinterlegte Musik und ich kann damit Trailer, vorgefertigte Trailer filmen. Das ist alles sehr nett. Wir selber sind großer Fan von der App Pinnacle Studio Pro, da sich hier mehrere Tonspuren übereinander legen lassen und ich so auch mit Schnittbildern arbeiten kann. Das funktioniert in den meisten anderen Apps leider nicht. Videoschnitt für Android ist immer noch nicht so weit wie die Konkurrenz auf den Apple-Produkten. Hier kann ich persönlich die Apps Adobe Clip, PowerDirector und Viva Video empfehlen. Es gibt noch viel mehr. Ihr müsst euch raussuchen, was für euch am besten passt. Eine Liste mit Links findet ihr unter dem Video. Anders als beim Videoschnitt sieht es im Bereich Stop-Motion bzw. Trickfilm aus. Hier gibt es zum Beispiel die App Stop-Motion Studio, mit der ich persönlich sehr gerne arbeite und damit zum Beispiel auch schon Filme mit Kita-Kindern produziert habe. Das funktioniert sehr einfach. Die gibt es in einer kostenlosen und in einer umfangreicheren Bezahlvariante. Und für Android und iOS gibt es auch eine andere schöne App, die nennt sich Labsit, mit der ich Zeitrafferaufnahmen verwirklichen kann. Auch sehr schön, hier gibt es das ebenfalls für Android und iOS. Das gibt es ebenfalls in einer kostenlosen und umfangreicheren Bezahlvariante.
Bei der kostenlosen kann ich zum Beispiel das Ganze nur in einer niedrigeren Auflösung ausspielen. Es lohnt sich also, die 1,99 Euro in die Hand zu nehmen, damit ich auch in HD ausspielen kann. Habt ihr noch Hardware oder Apps, die ihr gerne fürs Filmen mit mobilen Endgeräten nutzt? Dann seid doch so lieb und schreibt es in die Kommentare mit Link am besten und warum ihr das Ganze so gerne nutzt. Links zur Hardware, zu Tutorials, Listen mit Apps und Hardware findet ihr auch unter dem Video natürlich. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Hat euch das Video gefallen, dann sehr gerne einen Daumen nach oben. Und natürlich zum Schluss immer, wenn ihr selbst ein ThinkBig-Projekt durchführt und Support von der ThinkBig-Digitalwerkstatt braucht, dann ja, schreibt uns unter der WhatsApp-Nummer 0176 808 59546 oder eine E-Mail an digital@think-big.org. Bis dahin, ich wünsche euch ein frohes Fest, weil das ist mittlerweile schon die letzte Folge für dieses Jahr. Feiert schön und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr und meldet euch gerne bei uns. Ja? Macht's gut. Tschüss.